Ach du Scheiße! Boah. Also sie hat mir jetzt gerade gesagt, Kymco oder so heißt die Marke, die machen auch Rasenmäher. Ich hatte so Bock auf Wheelie. Da passiert ja gar nichts. So, jetzt gehen wir mal Topspeed. Die wird einfach nur lauter. Alter, die Gänge sind ja richtig behindert. Taylor about the fucking flex. Perfect. Ten so dark you cannot see who I'm riding with. Diamond glisten all up in my watch, can't tell what time it is. Diamond clusters all up in my watch, they got you blind as shit. I tie the beat up, then I fucking yeah, I'm on some violent shit. Woo. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Motorvlog hier auf meinem Kanal. Ich bin ja hardcore am Schwitzen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns hat es 40 Grad. Gut, jetzt mittlerweile nicht mehr. Wir haben es jetzt Viertel nach 9. Und ich dachte, ich mache jetzt noch einen kleinen Vlog für euch. Denn ich treffe mich jetzt noch mit einer Freundin. Wir wollten noch ein paar chillige Fotos machen für Instagram. Alter, ist das warm. Das ist ja echt krank. Und wir treffen uns jetzt gleich auf einem Platz, wo bei uns das Volksfest war. Und da werde ich auch am Wochenende meine Wheelies üben. Der neue Porsche. Alter, sieht der geil aus. Ja, ich werde mich jetzt mit ihr treffen. Sie weiß gar nicht, dass ich einen Motovlog mache. Ich werde versuchen, oder ich werde sie mal fragen, ob ich mit ihrer Maschine mal eine kleine Runde auf dem Platz dann drehen kann. Weil es wäre dann das erste Mal, wo ich eine 125er fahre. Also sie fährt noch eine 125er. Alter, fahr doch zu. Ich habe nur Bedenken, dass der Vlog heute nichts wird, beziehungsweise dass ihr nichts mehr sehen werdet, weil mittlerweile die Sonne untergeht und ich habe euch ja versprochen, mehr Motovlogs zu machen und ich habe einfach Bock drauf, bloß bei 40 Grad, no way, no way. Also mein volles Beileid an die Leute, die in einer Dachgeschosswohnung wohnen, die tun mir richtig leid. Also ich habe ja zum Glück, wo fahre ich jetzt lang? Komm, fahre ich gleich rüber. Ich habe zum Glück mein Zimmer beziehungsweise auch mein Studio im Keller und es ist einfach purer Luxus, wirklich. Heute sind doch nur bescheuerte Leute unterwegs, oder? Doch, ich hoffe, da ist jetzt kein Mensch. Ah, sieht gut aus. Ah, der erste mit der 125er. Okay, ich fahre jetzt einfach mal hier hinter. Okay, hier ist Kies. Alles klar. So. Ich bleibe jetzt hier einfach mal stehen, Leute. Ach ja, seht ihr das? Ich habe mir hier eine neue Handyhalterung gekauft. Das erste Mal im Einsatz. Und ich sterbe. Es ist so warm. Ja, schauen wir mal, ob die hält. Auf jeden Fall ist irgendwie mein Handy ein bisschen locker. Ah, jetzt. Ja. Gut, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Ja, was wollte ich sagen? Also hier werde ich die Wheelies dann probieren, weil hier hat man schön viel Platz. Natürlich Asphalt, nicht so geil. Hier war auch das Volksfest bei uns. Da hatte ich auch ordentlich einen Kater. Ja, Treffpunkt ist jetzt hier. Ich hoffe, die kommt jetzt dann. Drehen wir das mal. Gesichtserkennung geht nicht. Ja, passt, ich bin schon da. Also am Volksfestplatz. So, sie ist jetzt auf dem Weg. Ja, ich werde sie auf jeden Fall fragen, ob ich ihr Bike dann mal fahren kann. Wäre schon lustig. Hätte ich schon mega Bock. Und ich glaube, das ist auch ein geiles Video dann. Oh. Ach ja, apropos Leute. Am Wochenende kommen meine neuen Handguards. Das heißt, Video kommt, werde ich hier die abbauen. Neue Handguards drauf machen. Die Spiegel wollte ich noch nach unten bauen. Das heißt hier hin. Und ich würde sagen, ich warte jetzt noch kurz.
schmeißt dann wieder die GoPro heimlich an, weil sie soll es ja nicht mitbekommen. Vielleicht frage ich sie auch, weiß ich noch nicht. Und dann werde ich noch eine kleine Runde mit ihrem Bike fahren. 2000 Jahre später. Okay, Leute, sie kommt. Schau mal bei. Und sie weiß nicht, dass ich filme. Alles gut? Ach du Scheiße! Boah. So, Alter! Gott, ist das süß! Das ist jetzt nicht dein Ernst, ist der erste Gang schon drin? Was? Ah, ist der erste Gang drin? Ja. Du Scheiße! Alter, wie muss man die denn hier drücken? Ja, das ist halt das Ärzte. Manchmal spackt die auch rein. Ist das normal? Ja. Okay. Du Scheiße! Also sie hat mir jetzt gerade gesagt, Kymco oder so heißt die Marke, die machen auch Rasenmäher. Und genau so fährt es sich auch. Du Scheiße! So, jetzt muss ich mal ein bisschen Speed geben. Zweiter Gang. Ich hatte Bock auf Wheelie. Da passiert ja gar nichts. Das ist ja endlustig. Okay, Fun macht's schon irgendwie. Aber wir sehen hier runter, sieht ein bisschen geiler aus. Ich hoffe, ich fahre hier nirgendwo rein. Alter, die Gänge sind ja richtig behindert. Und ich bin schon komplett zerstochen. Scheiße, was ist das? Also dieses Bike habe ich noch nie gesehen. Also, sie weiß ja auch nicht, dass ich vlogge. Ja, aber geht schon. Oh, die Bremse ist ja... Ich bin auch gerade entgeschlittert. Du Scheiße. Er ist schon lustig. Ja. Aber die Kupplung kommt endspät. Ich drehe noch mal eine Runde, gell? Alter Schwede. Jetzt kommen, jetzt fahren wir mal zu dem Mongo dahinter. Ist das peinlich? Okay. Komm, jetzt fahren wir da hoch und drehen oben nochmal um und geben mal da ein bisschen. Also Leute, das ist Vollspeed. 10.000 Umdrehungen und die Bremse, die kommt ungefähr gar nicht. Allein ich kann hier den Gang durchschlagen. Also man merkt schon, dass die Rasenmäher herstellen. So, jetzt gehen wir mal Topspeed. Die wird einfach nur lauter. Knieschleifen. Nee, lieber nicht. Du Scheiße. Oh mein Gott. Ich bremse jetzt hier schon mal. Du Scheiße. Alter, das ist schon heftig. Aber das finde ich krass. Du kannst hier durchschlagen. Bei mir ist dann Stopp. Ja, aber zumindest ist die Farbe geil. Der Rasenmäher. Ja, Leute, das war jetzt doch ein ziemlich kurzes Video. Ich bin komplett von Mücken zerstochen. Chica! Ich hoffe trotzdem... Ich glaube, ich muss jetzt nicht mehr auf sie warten, oder? Nee. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Ah, geil! Und ich hoffe, ich habe ein paar chillige Aufnahmen mit ihrem Bike hinbekommen. Also wie gesagt, sie wusste nicht, dass ich einen Motovlog mache. Bin komplett zerstochen!
Ich bin komplett zerstochen. Also Kymco oder Keimco oder wie man den Namen ausspricht, alles klar. Er fährt einfach mal ohne Licht. Läuft bei ihm. Junge, mach mal Licht an. Wäre jetzt die Ampel da vorne rot, hätte ich ihm oder der Frau gesagt, sie soll mal Licht anmachen, aber bei uns sind mittlerweile die Ampeln schon aus. Ich bin jetzt auf dem Heimweg. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen, auch wenn es jetzt nicht spektakulär lang war oder spannend. Trotzdem wollte ich daraus einen Vlog machen. Und ich würde sagen, Leute, ich melde mich ab. Oh, hier wird es ganz schön zapfig. Ich melde mich ab. Gebt mir gern positive Bewertung. Abonniert meinen Kanal. Und dann hören wir uns zum nächsten Video am Wochenende. Umbau von den Handguards. Und was machen wir noch? Genau, Wheelie werde ich wahrscheinlich machen. So. Jetzt melde ich mich ab, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.